Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Das nächste Match Attacks Bundesliga Saison 2021-22 Produkt, die To-Go-Box, das Match Attacks Spielset für unterwegs. Der Bundesliga-Sammelspaß zur neuen Saison, 28 Karten plus 2 limitierte Karten, 5 gegen 5 Spielfeld für 2 Spieler und eine Mini-Sammelmappe für deine Karten. Sehr, sehr cool, hier nochmal das Logo, Match Attacks To-Go. Hier die Club-Logos der ersten Bundesliga. Die von der zweiten sind gar nicht drauf. Dann hier nochmal 9,99 der Preis. Match Attacks ist ein Sammelkartenspiel für 2 Spieler. Jo, weiß man ja. Dann diese To-Go-Box enthält Karten für ein Spiel zwischen 2 Spielern. Die Karten werden zwischen den Spielern aufgeteilt und beide stellen sich ihre Mannschaft aus ihren Sammelkarten der Bundesliga-Spieler zusammen. Dann kann es auch schon direkt losgehen. Weitere Karten zur Verstärkung der Mannschaft können im Handel und auf tops.com erworben werden. Sammeln, tauschen, spielen. Ja. Gut, wollte ich euch mal präsentieren. Ich weiß nicht, ob hier Spezial-Limis drin sind oder einfach nur normale Limis, wie sie auch überall anders drin sein können. Aber ich wollte euch zumindest das Produkt mal vorstellen. Und von daher, jo. Das ist also die leere Box jetzt. Und dann haben wir hier, fangen wir hier mit an. Oh, da kann man schon die Limi sehen, das ist blöd. Eine kleine Mini-Sammelmappe. Was ich ein bisschen schade finde, ist, warum haben sie hier nicht auch so wie bei der großen Sammelmappe so, das halt in Miniaturform. Wenigstens ist das Logo vorne. Hätte ja nicht eine Miniatur-Checkliste drin sein müssen. Die kann ja eh kein Mensch lesen, wenn das so klein ist. Ja, aber wenigstens hier vorne und hinten ein Art Cover oder so mit dem. Ja, muss man sich vielleicht selber dann ausdrucken. Mal gucken. Oder man macht seine Lieblingskarte vorne rein, wie auch immer. Ja, auf jeden Fall ein kleines Sammelalbum für ein paar Karten oder man kann seine doppelten Limis da reinpacken oder was auch immer. Auf jeden Fall ein kleines Sammelalbum. Und hier ein Spielfeld, was ich ganz komisch finde, so ein bisschen stoffmäßig an. Das ist ein ganz, war bei der letzten To-Go-Box meine ich auch so. Das ist ein ganz komisches Material. Ja, auf jeden Fall hier 5 gegen 5 heißt ja, das wäre dann hier. Angriff, Abwehr, Mittelfeld, Tor, wahrscheinlich auch nochmal Mittelfeld hier, oder? Und das Ersatzspieler, keine Ahnung, das ist auf beiden Seiten. Und dann hier nochmal, die Spielanleitung, zusammengefasst. So wird gespielt, wenn man sehen kann, da, so wird gespielt. Und dann die einzelnen Steps. Okay, jo, also das ist also der Spielplan. Und dann das Herzstück des Ganzen, die Sammelkarten. Wie gesagt, das habt ihr schon gesehen hier, André Duda, die LE14, die erste von den beiden Limis, die hier enthalten sind. Wie wir sehen, die zweite Limi, da werde ich schon ein bisschen mit auf die Folter spannen, hoffe ich, wenn ich es jetzt nicht zu blöd anstelle. So, genau, deswegen legen wir die beiden jetzt dahin und fangen erstmal mit der Codekarte wieder an. Die dürft ihr euch schon mal abscannen oder abschreiben, wie auch immer. Bitteschön. Und dann hätten wir eine Taktikkarte und zwar Topform, die T2. Dann haben wir Christopher Schindler, Roberto Massimo, Almami Touré, Anthony Lozilla, Keita Endo, Daniel Caligiuri, Lars Stindl, Moussa Diaby, Sebastian Andersson, Marco Meyerhöfer, dann noch eine Taktikkarte, die T4, Verletzung. Sind die Taktikkarten nicht alle im Starterpack drin gewesen? Ist ja auch komisch, dass man das in diese To-Go-Box da nochmal reinmacht. Naja. Vielleicht ja die Alternative zum Starterpack. Ach, ich weiß es nicht. Dann haben wir Rico Benatelli, Paolo Ottavio, Lukas Höhler, Jude Bellingham, Stefan Ortega, Marton Dardai, Kingsley Coman, Dominic Kor, Peter Gulaschi, Pavel Kaderabek, keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich falsch betont. Dann haben wir Helden von Morgen, Dominik Schoboschlei oder so ähnlich, Leipzig. Dann haben wir einen Matchwinner, Martin Mennel oder Mannel, nee, sind eher Mennel, für Erzgebirge Aue. Dann haben wir für den ersten FC Nürnberg, Florian Hübner, Matchwinner. Dann haben wir Arminia Bielefeld, das Club-Logo. Dann haben wir einen Kreis der besten Karte, Ballmagnet, Florian Neuhaus. Und eine Bundesliga-Legende, und zwar Raphael
für Borussia Mönchengladbach. Die Karte 443 aus der Saison 2018-2019. Jo. Das also die Ausbeute. Ach nein! Das habe ich extra versteckt hier, die zweite Limi. Nach LE 14 und Reduda für den ersten FC Köln haben wir hier noch drin. Jeffrey Gouvelouf oder so ähnlich. Die LE 15, also 14 und 15 für den FC Augsburg. Also zwei Limis, Köln und Augsburg. Ein Haufen Basekarten, nur zwei Zweitligaspieler, wenn ich mich nicht irgendwo vertan habe. Zwei Taktikkarten, obwohl alle vier im Starterpack drin sind, muss man nicht verstehen. Eine Clubkarte hier von Bielefeld. Zwei Matchwinner, beides mal zweite Liga. Dann einmal Kreis der Besten hier, eine Bundesliga-Legende und ein Held von morgen. Ja, das ist die Ausbeute dieser kleinen To-Go-Box. Was haltet ihr denn von diesen To-Go-Boxen? Wie gesagt, die gibt es jetzt, glaube ich, das zweite Mal. Letztes Jahr gab es die auch schon mal. Also das Spielfeld brauche ich eh nicht. Ich spiele das Spiel nicht. Ich sammle die Karten nur. Ich habe eine Sammelmappe und vielleicht höchstens die doppelten Limis oder so könnte man da reintun. Ich fände es praktischer, hättest du lieber mal, was richtig geil gewesen wäre. Da die ja nicht eine normale Sammelmappe, eine große Sammelmappe für die XXL-Karten. Wie wäre denn das, Tops? Pack doch mal in extra Produkten eine Sammelmappe rein, wo man die XXL-Karten drin sammeln kann. Ich weiß nie, wohin mit meinen XXL-Karten. Die haben auch so ein komisches Format. Ja, die XXL-Karten, die es vom Blue Ocean Verlag zum Beispiel gibt, bei den ganzen Lego-Sammelkarten, die haben Fotoformat. Da habe ich mir so ein Fotoalbum gekauft, ich glaube für 9x13 Fotos oder 10x15. Und da passen die perfekt rein. Ja, aber ich verstehe das nicht. Die XXL-Karten haben nicht dasselbe Seitenverhältnis wie die, sondern die sind langgezogener. Warum macht man sowas? Aber das macht nur Tops irgendwie. Das sind auch die Slam Attacks XXL-Karten, sind auch so langgezogen irgendwie. Ja, man hätte doch das Seitenverhältnis beibehalten können. Das sieht irgendwie sieht's komisch aus. Aber wenn man das schon hat, dass man wenigstens dann ein spezielles Sammelalbum für diese XXL-Karten in einem Produkt macht, anstatt sowas hier. Also, aber ja, das ist nur meine Meinung. Schreibt mir eure Meinung nochmal dazu in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Habt ihr euch auch eine To-Go-Box gekauft? Was hattet ihr vielleicht drin? Hattet ihr irgendwas besonders Cooles drin oder so? Hattet ihr vielleicht dieselben Limis drin zum Beispiel? Irgendwie so. Also alles, was euch zu dem Thema einfällt. Aber nicht nur zu To-Go-Box, auch zu der Sammelserie allgemein. Schreibt mir es einfach mal in die Kommentare. Lasst uns darüber quatschen. Und wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich auf meinem Kanal unterstützen wollt, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Und denkt dann dran, vor allem wenn ihr neu seid, aktiviert die kleine Glocke, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Ja, ansonsten sage ich wie immer, danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.